Ja, wir haben uns natürlich gefragt, wie kann man so ein Thema wie Fasnacht, so eine lebendige Tradition, wie kann man die ins Museum bringen? Und die Antwort ist, man muss es erfahren können. Und zwar, man muss es anschauen können, man muss es hören können, man muss es vielleicht auch mal anfassen können, um Fasnacht richtig erleben zu können. Wir haben noch viel, viel mehr. Wir haben zum Beispiel unser eigenes Narrenwirtshaus nachgebaut. Da hinten mit den Glasfenstern aus der ehemaligen Wirtschaft Hans Kuhni hier in Stockach und jetzt hier bei uns im Museum. Und man kann nicht nur auf unseren Virtual Reality Brillen des Narrenbaum setzen in 360 Grad Perspektive anschauen, sondern man kann auch bei uns im Treppenhaus unseren eigenen Narrenbaum anschauen, auch mal anfassen. Er ist 17 Meter hoch, wurde von den Zimmerern mit dem Kran durchs Dachfenster hier reingesetzt. Also das ist schon eine besondere Sache. Und naja, so versuchen wir eben Fasnacht ja mit allen Sinnen erfahrbar und erlebbar zu machen.